So, hallo und herzlich willkommen zur deutschen Übersetzung des Talks Infrastrukturen für Free Software Development. Es übersetzen für euch Florian und Fabian. Gut, dieser Talk, unser Sprecher hat sehr, sehr viel Erfahrung mit freier Softwareentwicklung, mit Weiterentwicklung, und Mo ist das, und hier hören wir den großen Applaus. Hello everyone. Hallo. Ja, das ist ein sehr schöner, verregneter 4. Kongresstag, und ja, ich werde über diese Organisationsstrukturen sprechen. Was ich damit meine, worüber ich rede, da ich wurde mal eingeladen auf einen Talk über die finanzielle Förderung von Open-Source-Projekten, und dort wurde meine Redezeit enorm gekürzt, statt einer Stunde auf eine halbe, und deswegen lasse ich jetzt ziemlich viel weg und sage, okay, bevor es um finanzielle Förderung geht, Geld kann für Open-Source-Projekte sehr zerstörerisch sein. Deswegen werde ich den Teil jetzt erstmal nicht so sehr behandeln. Und um dafür vorbereitet zu sein, also für diesen nächsten Teil meines Talks, der heute nicht gehalten wird, möchte ich ein bisschen mehr über Organisationsstrukturen sprechen. Und ja, ein alternativer Titel wäre sozusagen die Führung von Open-Source-Projekten, also noch trockener als der vorherige Titel. Ja, bevor ich ins Detail gehe, warum ich diesen Vortrag halte, wer bin ich, warum denke ich, ich habe da Erfahrung, um sowas zu erzählen. Ja, erstmal eine Triggerwarnung, wie ihr möglicherweise mitbekommen habt, ich benutze Open-Source-Software und freie Software. Diese Begriffe vertausche ich immer mal. Und das gibt manchmal Ärger. Vielleicht sterben sogar Läufe, und ich möchte nicht, dass was Schlimmes hier passiert. Ich kann nochmal irgendwann ins Detail gehen, was ich sage, warum ich diese Begriffe gleichwertig benutze, sowohl für die Lizenzierung als, oft geht es ja um die Open-Source-Lizenzen halt, aber natürlich auch für diese ganzen Open-Source-Prinzipien, die dahinter stehen, und für die Richtlinien, die wir uns da geben. Ja, und alles, was sozusagen auf der Organisationsstruktur passiert. Also bitte ertragt das für einen Moment, wenn ihr von freier Software mögt. Ich bin euer Freund. Okay, ein bisschen was über mich. 2010 habe ich Informatik studiert in der TU Dresden, und eines meiner Seitenprojekte am Ende meines Studiums war etwas, das heißt TorService.net. TorService.net ist ein Netzwerk aus Organisationen, und die erste Organisation in Deutschland war eine Nichtregierungsorganisation, und die Ziel dieses Netzwerkes ist es, eine Tor-Infrastruktur zu betreiben. Über die Jahre ist dieses Netzwerk gewachsen. Es ist so eine kleine Organisation am Anfang gewesen in Deutschland, und jetzt sind wir 22 Organisationen in 15 Ländern, und die meisten dieser Organisationen sind tatsächlich einfach dafür gegründet worden, solche sichere Netzwerkstruktur zu betreiben. Die meisten davon sind sogar gemeinnützig, also Non-Profit, und da habe ich so im Vorbeigehen quasi sehr, sehr viel gelernt, wie das in den verschiedenen Ländern gehandhabt wird, wie die sich solche Gesetzgebung für Gemeinnützigkeit anschauen und solche Sachen. 2013 bin ich auf eine ziemlich neue Stiftung gestoßen, die Renewable Freedom Stiftung. 2012 eingerichtet vom Chef des Donaukuriers in Ingolstadt, und er hat eine Stiftung gegründet mit dem Ziel, es geht darum, Bürgerrechte und bürgerliche Freiheiten in der digitalen Domäne zu sichern. Und darüber haben wir mit Dutzenden Organisationen zusammengearbeitet, im Grunde fast alles, was man hier auf dem Kongress sehen kann. Wir sind eine kleine Stiftung, wir mussten also
unseren Zweck finden in diesem Raum und wir konzentrieren uns auf Organisationsentwicklung. Wir versuchen also, Lasten von den Schultern von Leuten zu nehmen, die ihre Ziele verwirklichen wollen, und um diesen Zielen nahe zu kommen, um die zu verwirklichen, muss man manchmal Sachen tun, die man eigentlich gar nicht machen möchte, und da helfen wir dabei. Ja, und das führte zur Gründung einer neuen Körperschaft 2016, das Center for the Cultivation of Technology. Das ist eine Non-Profit-Organisation, eine gemeinnützige GmbH in Deutschland, und das erwähne ich nochmal später im Talk. Ja, okay. Warum sind wir hier und worüber reden wir? Ich habe meinen Talk gekürzt. Ich habe das bereits erwähnt. Vieles von dem, was ihr sehen werdet, sind nur Referenzen zu anderem Material. Das ist ein sehr kompliziertes Thema und ich möchte euch ermutigen, die Referenzen selbst anzuschauen. Da sollte jetzt mittlerweile eine Liste im Fahrplan vom Event sein. Ihr müsst also keine Bilder machen oder... Alle Referenzen sind auf der Webseite verlinkt. And my goal for this talk is, mein Ziel für diesen Talk ist, es gibt viel, immer mehr Leute denken kritisch über finanzielle Unterstützung nach. Und immer mehr Leute kommen, um unseren Raum zu unterstützen. Wir müssen also lernen, damit umzugehen, wenn immer mehr Leute uns Geld geben möchten. Am Ende des Talks, es wäre cool, wenn am Ende des Talks ein paar Leute nachher zu mir kommen könnten, um mit mir zu reden und vielleicht Teil von diesem Netzwerk zu werden. Fangen wir an am 7. April 2014. Ich denke, jeder von euch kennt dieses Logo. Es war eins der ersten Male, dass eine Schwachstelle in einem offenen Programm mit einer Marketingkampagne unterstützt wurde. Und dazu gehört auch ein Blogpost von den Entwicklern, wo sie gesagt haben, dass sie einfach gar kein Geld bekommen haben, um diese Software zu entwickeln. Und hat viele Fragen aufgeworfen, wie können wir überhaupt diese Projekte unterstützen? Eine der bekanntesten Personen in diesem Bereich ist Nadia Eckball. Das sind drei Referenzen, von denen ich überzeugt bin, dass sie sehr wichtig sind, mal angeschaut zu werden. The Unseen Labor Behind Our Digital Infrastructure ist ein Report, der im Juli 2016 veröffentlicht wurde. Und den Konferenztalk Rebuilding the Cathedral at Strange Loop. Und sie baut eine Liste von Finanzierungsmöglichkeiten für freie Softwareprojekte. Wenn du also irgendwie dein Projekt unterstützen lassen haben möchtest, dann schau einfach an diese Liste. Mozilla ist zum Beispiel eine sehr große Organisation mit sehr vielen freiwilligen Helfern. Wir wissen auch, dass es ein sehr kontroverses Thema ist, wie gut die Mozilla Community gemanagt wird. Die Mozilla-Gruppe hat ein paar Studien irgendwie zu diesem Thema durchgeführt. Von 2009, wie arbeitet man mit Freiwilligen? Wie skaliert man wie lässt man sein Projekt wachsen? Es gibt eine sehr interessante Community-Umfrage von 2014 und es gibt einen noch umfangreicheren Report von 2016 über die Motivation von Leuten, die sich beteiligen und warum sie ihre Zeit geben und warum sie ihre Zeit und ihre Fähigkeiten Open-Source-Projekten geben. Ja, und hier sieht man also, wie das Ganze bei einem Projekt funktionieren kann, das sozusagen sehr, sehr groß ist und eine große Menge Leute involviert hat. Ja, das berühmteste und der relevanteste Zitat dafür ist John O'Bacon. Nicht unbedingt dieses Buch, was ich mir sehe, das ist ein gutes Buch, auch ein langes Buch halt, aber er hat auch eine ganze Menge verschiedene Vorträge und Seminare gehalten über
und ich kann alle seine Sachen wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich habe dort kleine Notizen hinterlassen. Das ist keine Anleitung sozusagen, weil er ist geschrieben wie so eine Anleitung, wie ein Handbuch, aber es ist eigentlich nicht, das mag ich nicht unbedingt, aber insgesamt man muss ein bisschen zwischen den Zeilen denken, man kann es nicht sozusagen Zeile für Zeile lesen. Viele Leute hätten gerne so ein Handbuch, dann hat man halt so einen Stil, aber ich denke trotzdem, dass das eins der wichtigsten Bücher ist, das beschreibt, wie die Motivationen von Open-Source-Entwicklern aussehen. Ja, er spricht sehr viel über dieses Gefühl von dazuzugehören, dass man eine gemeinsame Sache braucht, an die man glaubt und dass man ja Möglichkeiten schaffen muss, dass Leute beitragen können und zwar auf einer gleichmäßigen Basis. Ja, das ist eine Ansage der Core Infrastructure Initiative der Linux Stiftung. Das ist ungefähr 2 oder 3 Wochen nach Heartbleed und die haben es hinbekommen, kommerzielle Firmen zu finden, die tatsächlich von null an anfangen, Open Source Infrastruktur zu fördern. Und natürlich die erste Software, die sie unterstützt haben und die sie immer noch unterstützen, ist OpenSSL, die Bibliothek. Und ja, ich will nur mal ganz kurz erwähnen, hier sind noch ein Haufen anderer Möglichkeiten und Quellen, wie an Open-Source-Projekte Finanzierung bekommen können, um einfach zu zeigen, dass es da ziemlich viel Bewegung drin gibt in dieser ganzen Sache. Das P, was man hier sehen kann, ist der Deutsche Prototype Fund. Das ist vom Deutschen Bildungsministerium und Bildungs- und Forschungsministerium aufgelegt und der unterstützt dieses Projekt. Es gibt Bundesmittel, die tatsächlich Open-Source-Entwicklung fördern können und ich ermutige euch alle, schaut euch den Prototype Fund an, guckt euch die Webseite an und schaut euch die letzten Runden von Projekten an, die unterstützt worden sind, weil das ist eine wirklich herausragende Auswahl. Ja, ich habe noch einen Haufen weitere Sachen aufgelistet. Ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail. Das ist für einen zweiten separaten Talk, wie ich schon gesagt habe, aber ihr könnt diese Ressourcen, ja. Ich habe zweimal noch rausgenommen zu sagen, das Market Research Wiki von Snowdrift. Das ist wirklich interessant für verschiedene Arten von finanzieller Unterstützung. Und natürlich, wir haben auch eine große Quelle an eine große Liste an Geldquellen. Da sind 300 Stiftungen mit aufgelistet. Nicht alle von denen unterstützen jetzt speziell Open-Source-Technik, aber weil wir in so einem breiteren Sinne unterwegs sind, digitales irgendwas, findet man dort also eine ganze Menge Material. Ja, eine Sache, auf die ich speziell nochmal eingehen möchte, weil da noch nicht drüber gesprochen wurde, meines Wissens nach zumindest, ist ein Programm, das gerade in seiner Phase davon ist, dass es Bewerbungen annimmt, mit dem herrlichen Namen ICT24 2018-2019. Das ist ein Projekt der Europäischen Kommission, ein Aufruf, dort teilzunehmen für die nächste Generation des Internets. Und das ist relevant und interessant, weil die Art und Weise, wie sie das sozusagen präsentieren, zeigt, dass es ziemlich klar darum geht, dass sie wirklich in dieser Art von Technologie entwickelt sind, die wir in unserer Community hier bauen. Und manchmal ist die Sprache ein bisschen lustig und die Terminologie ist, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich mag es. Es geht um Menschen, es geht um Offenheit, es geht um Kooperation über Grenzen hinweg, dass man inklusiv ist, dass man in Communities arbeiten. Das sind so die Werte, für die wir ja auch stehen. Und dieses Programm, diese Research and Innovation Act, hinter dem das steht, da geht es darum, dass relevante Open Source Software Design, Standardisierungs- und Aktivitäten halt ermutigt werden, dass wir die fördern wollen. Alles also, was unsere Community, unsere Gemeinschaften quasi schon getan haben, machen wollen. Das ist also eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und wir müssen mal gucken, wie das Ganze dann ausgeht. Denn jetzt komme ich mal zu dem wichtigen Teil. Und zwar, es geht dort
um Leute, die Zwischenrollen einnehmen. Geht nicht darum, dass sich jemand direkt bewirbt für ein Projekt. Das, für diesen Call geben die insgesamt 21,5 Millionen Euro aus, einfach nur in 2018. Und es geht darum, dass dort sozusagen Leute, die das weitergeben können, sich um dieses Funding bewerben können. Das wird in drei verschiedene Themen aufgeteilt. Einmal geht es um Datenschutztechnologie, um Peer-to-Peer-Technologien. Und das dritte ist so Data Mining, Big Data Sachen. Und Leute, die dort eine Vermittlerrolle einnehmen können, sind verantwortlich dafür, dieses Geld, was sie bekommen, aufzuteilen und es weiterzugeben an dritte Parteien. Und das ist etwas, was normalerweise von der EU-Kommission nicht so gemacht wird, sondern sie fordern dich normalerweise auf, als Geldempfänger das alles selbst zu entwickeln und nicht sozusagen Dritte mit einzubeziehen. Es wird interessant, sich das anzugucken. Die Deadline dafür, der Einreicherschluss, ist im April. Und ja, vielleicht irgendwann im nächsten Jahr können wir sehen, wer dieses Geld bekommen hat und wie dieses Geld weitergegeben wird. Now. For dealing with money. Nun, wie geht man mit Geld um? Ich habe dieses hübsche kleine Schweinchen da als Bild, als schönen Kontrast ausgesucht. Einfach dem Kontrast dazu, wie gefährlich Geldunterstützung sein kann und dass man darüber nachdenken sollte. Wenn ihr mit Geld umgeht, und ich erzähle euch da wahrscheinlich nichts Neues, dann müsst ihr euch als Projekt unterstützen, überlegen, okay, ihr müsst irgendwie eine legale Person gründen, um das zu machen. Ihr müsst also die Möglichkeit, eine eigene Organisation zu gründen oder eine bereits existierende Organisation zu finden. Zweiteres ist natürlich gut, weil man eventuell schon eine existierende Infrastruktur zurückgreifen kann und nicht zu viel Bürokratie machen muss. Schauen wir uns die beiden Möglichkeiten an. Die erste Option, die eigene Organisation zu gründen. Viele Leute denken oder machen das nicht, weil sie viele Leute wählen das, weil sie denken, dann die Kontrolle behalten können. Aber ich möchte davor warnen, denn ihr gründet dabei auch einen Organismus und dieser Organismus, der entwickelt sein eigenes Leben. Und in meiner Erfahrung, in vielen, über die Zeit, wird dieser Organismus sehr viele Menschen verschlingen. Without necessarily taking a step back and deciding when to let go of an organization or when to restructure it. It will defend itself. Und dieser Organismus wird irgendwann anfangen, sich selbst zu verteidigen. Bylaws or chapter or the articles. Was ihr hier seht, ist ein sehr großen. Okay, also eine Möglichkeit, so eine Organisation zu gründen, ist entweder zu sagen, okay, man geht zu einem Anwalt und sagt, ja, das und so möchte ich das haben. So machen das die Leute in den USA am meisten. In Europa ist das ein bisschen schwieriger. Man kopiert einfach was schon da ist. Man stellt das selber so. Man muss in Europa keinen Anwalt nehmen, um sich sozusagen eine Gesellschaft zu gründen. Aber was dann passiert ist, dass halt man guckt sich um, man vergleicht verschiedene Artikel aus ähnlichen Organisationen und ziemlich oft kopiert man dann verschiedene Teile von Dokumenten zusammen, um sein eigenes Gründungsdokument zu schreiben. Und das Problem in beiden Fällen ist, dass was hier passiert, dass man halt eine Vorlage nimmt, die natürlich eine gewisse Struktur hat, die überhaupt nicht zu der Struktur passt und den Werten, die dein Projekt haben will oder die ein kollaboratives Projekt sozusagen braucht. Und das ist eigentlich noch gefährlicher, sowas so zusammen zu kopieren, weil man hat dann ein Dokument, was inkohärent in sich selbst ist. Da passt das alles nicht richtig zusammen. Einige Artikel am Anfang zum Beispiel passen nicht zu Absätzen zusammen, die halt später
kommen. Und wenn Anwälte sowas sehen, wenn man mit Anwälten redet, sagen die, ja, das sehen wir immer wieder, das ist nichts, was einfach so passiert oder manchmal, sondern das ist eigentlich fast der übliche Fall, dass die Sachen einfach an sich nicht kohärent sind. Und natürlich möglicher noch gar nicht kompatibel damit, wie du das Projekt überhaupt betreiben möchtest. Und das führt zu einem Gefühl, dass man braucht irgendwelche Werkzeuge halt dafür. Ne? Man hat das Gefühl, okay, es gibt rechtliche Rahmenbedingungen für die Organisation, die aber nicht so richtig reinpassen zu dem, was ihr machen wollt. Es gibt allerdings Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten auszudrücken, wie man das Ganze führen will, wie man das Ganze organisieren möchte. Ja? Möglicherweise sind eure Prinzipien alle nicht niedergeschrieben. Ja? Man hat so eine Idee, was man tun will, wie man arbeiten will. Und ich sage den Leuten immer, nicht einfach kopieren, nicht einfach zum Anwalt gehen und zu sagen, okay, ich will eine Firma gründen, ich will dies machen, weil man bekommt dann einfach die billige kapitalistische Beratungsform und dann kommt halt dieses Modell raus, was man eigentlich haben möchte. Das ist quasi der Stack-Overflow-Effekt. Ne? Man kopiert und fügt dann zusammen Sachen, die man halt von Stack-Overflow gefunden hat, wie man das beim Coden macht. Die Alternative dafür ist, man kann sich sozusagen einen Sponsor suchen. Das ist sozusagen der professionelle Begriff dafür, dass man sich einen existierende Organisation als Partner sucht. Wenn es um freie Software geht, dann gibt es eine ganze Menge, die man sich aussuchen kann und alle von denen haben eine Begleitung, eine Beratung in diesem ganzen Prozess und insbesondere, wenn die schon Erfahrung mit anderen Projekten haben. Hier hat man so einen Artikel, Choose Your Foundation heißt er sozusagen, wähle also aus, mit wem du zusammenarbeiten willst. Hier sieht man mal die prominentesten in den USA. Ich möchte die Commons Conservancy mal hervorheben. Das ist ein etwas anderes Modell. Das ist tatsächlich kein sozusagen finanzieller und fiskalischer Sponsor, sondern das ist eine Art und Weise, seine eigene Organisation zu gründen. So, unabhängig davon, welche Rechtsform man wählen möchte, man kann deren Material benutzen und sagen, okay, ich suche mir jetzt mal die Punkte aus, die ich organisatorisch bei mir in meinem Projekt umsetzen möchte. Die haben sozusagen Dokumente, wie forkt man, wie kopiert man quasi eine bereits bestehende Organisation. Nicht nur deren Source-Code logischerweise, sondern eigentlich die komplette Organisation. Und was passiert, wenn man sozusagen ein bestehendes Projekt quasi abzweigen möchte? Was passiert mit den Markenzeichen und Ähnlichem? Ja, man muss sich mit diesem komischen, hässlichen Thema auseinandersetzen. Deswegen nehme ich diese hässliche Folie hier, um darüber zu reden, wie führt man so ein Projekt? Ja, die Projekte, mit denen ich zusammenarbeite, sind so meistens so lose organisiert, anarchistischer Geist, sind gegen jede Form von formeller Führung und Organisation. Was gar nicht das ist, was Anarchismus eigentlich bedeutet, aber das ist nochmal ein völlig anderer Talk. Wir schauen uns das hier erstmal an. Also in Open Source ist es tatsächlich so, dass wir ganz eine Menge Werkzeuge haben, die es schon gibt, die solche Modelle von Führung, von Selbstorganisation beschreiben, ohne dass es so ein ewig langes geschriebenes Statement wird. Wenn man also darüber Mailinglisten nachdenkt zum Beispiel, wenn man überlegt, wie interagiert man, wie codet man mit anderen Leuten, mit Versionskontrolle, all das zusammen ist eigentlich nur eine Umsetzung von im Grunde von einem Organisationsmodell. Das ist dann da schon drinne in Open Source. Bei uns gibt es wenige Werkzeuge in anderen Bereichen, die eigentlich relevant sind, wenn man solche Projekte strukturieren und führen möchte. Und da möchte ich jetzt tatsächlich nochmal drauf eingehen. Aber wie machen von hier aus weiter? Wie nehmen wir all diese ungeschriebenen Regeln und diese spirituellen oder ethischen Guideline-Richtlinien, die dabei rauskommen? Und das wird sehr anders sein in einer normalen Organisation. Wie machen wir da etwas raus, etwas, was andere folgen können? Und das ist besonders wichtig in der Phase, wo du Geld bekommst, denn dann muss man eine Entscheidung treffen, wie gibt man das Geld aus und man muss auch diese Entscheidung auch mit den anderen Leuten trennen. Aber mit der Zeit kommen immer mehr Leute zu dem Projekt hinzu mit einem unterschiedlichen Hintergrund und sie haben vielleicht auch schon einen anderen Hintergrund. Und sie kommen mit anderen Prinzipien in eure schöne kollaborative Umgebung und es gibt eine Tendenz und das sehe ich in vielen Stellen,
dass wenn Organisationen wachsen, dann gibt es eine Trennung zwischen der Trennung zwischen den Softwareentwicklungsprinzipien und den Prinzipien, wie die Organisation funktioniert. Ein sehr schönes Buch, in dem über den nicht-technischen Aspekt dieser Umgebung gesprochen wird, ist dieses Buch von Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Für mich ist das ein sehr inspirierendes Buch als für einen Blueprint, wie man, ihr werdet sehr viel Material in diesem Buch finden, wo man sehen kann, wie die Organisation sich mit dem Open-Source-Ansatz irgendwie verbindet. Das Buch ist ein Weltveränderer, nicht nur, weil ich denke, dass das so ist, aber es ist ein bisschen ich möchte eine Warnung aussprechen, denn es ist in einer sehr enthusiastischen Art und Weise geschrieben. Manchmal muss man den Autor so ein bisschen gehen lassen, aber gerne einfach weiterlesen. Es ist sehr viel drin, was man sich daraus ziehen kann. Ich möchte hier einen Abschnitt rausziehen, wo er hierarchische Autoritäten mit konsensbasierten und mit dem Advice-Prozess verbindet. Advice-Prozess ist, was wir normalerweise als Rough-Consensus bezeichnen. Get input. You're forced to get advice from the outside. Ein Teil des Ganzen ist, dass man da tatsächlich gezwungen wird, sozusagen Rat von außen anzunehmen, ne? Dass man zu den wirklich relevanten Leuten Fragen stellt und sagt, okay, was sind eure Ideen zu diesem Thema? Die dürfen dich nicht, du behältst die Autorität für eine bestimmte Entscheidung, die Leute können dich nicht blockieren, aber du musst sie anhören. Das ist damit gemeint. Es gibt noch einen zweiten, sehr, sehr relevanten Abschnitt, sogar wenn man sich das hier auf der Konferenz mit Code and Conduct und so anschaut. Man braucht klar dokumentierte und ganz ausdrückliche Entscheidungsprozesse. Ja, das ist manchmal inkompatibel damit, dass man denkt, okay, wir sind ja selbst organisierend, wir sind selbst strukturierend. Und da ist sehr, sehr interessantes Material drin, dass ein paar dieser merkwürdigen Code of Conduct Sachen die damit zusammenhängen, die jetzt hier bei uns passiert sind. Da kann ich doch mal eine Perspektive darauf geben. Etwas anderes ist, er schaut sich ein paar, er vergleicht verschiedene Leute, die dieses Modell selber verwenden, und eins von denen ist eine multinationale Kooperation, die also in 80 Ländern aktiv ist und 20.000 Angestellte hat, und trotzdem haben sie dieses Prinzip: jeder in der Organisation darf so viel Geld ausgeben, wie er möchte, solange man diesem Empfehlungsprinzip folgt, dieses Advice Principle. Das heißt, man muss Rat einholen. Das ist einfach nur ein Rat, um euch zu inspirieren, wie man mit Geld in so einer Organisation umgeht. Ja. Es gibt ja auch ein paar Projekte, die versuchen, Open-Source-Prinzipien auf Budgetierung anzuwenden. Eins zum Beispiel ist Co-Budget, das andere ist ein bisschen bekannter, das ist Open Collective. Da kann man sich anmelden als Open-Source-Projekt und die Leute können für dieses Projekt spenden, und man kann auch Transparenz einrichten, denn ganz oft verliert man diese Transparenz von, ja, was passiert mit diesem Geld eigentlich? Wer hat darüber die Verfügungsgewalt, wer kann das ausgeben? Okay, noch was anderes über Finanzierungsquellen. Also ich habe schon den Lemonade Stand, habe ich schon erwähnt, diese drei Abschnitte sozusagen, kleine Spender, private und öffentliche Spender, Leute, die wenig Geld geben können. Ja, wenn Leute mich nach Crowdfunding und Campaigning fragen, dann bin ich immer sehr, sehr zurückhaltend, denn es funktioniert meistens einfach nicht. Das Einzige, was tatsächlich funktioniert, wenn es darum geht, sozusagen kleine Geldsummen zu bekommen, dann kann man sagen, okay, die Community unterstützt uns zumindest. Das kann man damit gut zeigen, und dann sollte man sich jemanden holen, der einem noch größere Geldsummen geben kann. Es funktioniert nicht so gut in Verhältnissen,
hey, in den meisten Fällen zumindest, ja, genau, da funktioniert das einfach nicht so gut. Ganz kurz von mir nochmal, wie man mit Leuten, mit Geldgebern umgeht. Das einiges, was ich gelernt habe aus meiner Arbeit, ist, eins, wo ich immer noch Probleme habe, ist, okay, wie kann man dieses Schreiben und Planen von Förderanträgen Spaß machen? Wie kann man sowas gamifizieren? Wenn ihr eine Idee habt, ich bin total aufgeschlossen dem gegenüber. Und das andere ist, und das ist ein Rat, den ich geben kann und den viele wo viele Leute Fehler machen, ist, die Pläne ändern sich. Ja? Man entwickelt einen Plan, man gibt es sozusagen dem Geldgeber, man sagt, das ist für ein oder zwei Jahresförderungen und die erwarten, dass sich das ändert, weil es hat sich ja schon geändert. Ne? Es gibt keine Chance, dass man diesen Plan Zeile für Zeile durchziehen kann. Und es ist meistens die Seite des Empfängers, die sich komisch anfühlt, wenn man von seinem Plan abweicht. Aber macht das, ändert eure Pläne, aber kommuniziert das möglichst zeitig an die Geldgeber. Und weil normalerweise gibt es halt Probleme am Ende des Projektes oder man macht halt dann Sachen, die man gar nicht machen möchte. Wenn es darum geht, Förderanträge zu schreiben, eine ganze Menge und Fehler, den viele Leute machen, weil sie gerade in ihrem Entwicklermodus im Kopf sind, die denken halt sozusagen an Deliverables, also an Sachen, die man abliefern kann. Welche Features können wir dieser Software hinzufügen? Das ist eine Kunst, sowas zu machen. Also hier empfehle ich jedem Software Estimation sich anzugucken, weil das ziemlich, ziemlich schräg ist. Ich kann nicht mehr darüber sagen, weil ich schon über jetzt meine Zeit drüber bin, aber eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, in vielen Fällen ist es so, man kann über diese Meilensteine auch völlig anders nachdenken. Man kann drüber nachdenken in einer Weise, die tatsächlich die Community sozusagen unterstützt und nicht nur einfach die Features der Software. Und die Metriken, die Erfolgsmetriken, die man da entwickeln kann, ist die Anzahl der Leute, die teilnehmen auf einer Mailingliste. Die Anzahl der Leute, die im IRC-Channel regelmäßig teilnehmen. Solche Sachen kann man da reinschreiben und ein bisschen von der Förderung abzweigen für diese Community-orientierten Hacker-Sachen, Events zu machen, T-Shirts zu machen und so. Ihr kennt diese Sachen, aber in dem Moment, wo man einen Förderantrag schreibt, da ist das meistens weg und raus aus dem Kopf und man muss sich wirklich anstrengen, dass das dabei ist. Gut, jetzt bin ich schon weit drüber. Ich werde jetzt mal über ein paar hundert Folien drüber skippen und ich werde mit dieser Folie hier enden. Und vielen herzlichen Dank.